Super schönen guten Tag, liebe Leute, da sind wir wieder bei Dragon Quest 9 Hüter des Himmels. Im letzten Part haben wir das Bordura-Gras für den guten Batzen eingesammelt. Das hat dann Samuels wahre Gestalt enthüllt und die müssen wir nur bekämpfen, weil sie sonst die ganzen Ebenen unter ihre Fittiche bringt. Und das wollen wir natürlich nicht, weil die Ebenen, die gehören allen. Beziehungsweise die gehören nur Batkan. Fucking Batkan. So, gucken wir erstmal, was wir alles Schönes machen können. Wir werden erstmal den Helmspalter anwenden. Kimi wird das Genesungsgebet, um ihre magische Medizin noch weiter zu verbessern. Du machst, warte mal, hast du nicht irgendeinen tollen Zauber? Guter Fabian, du hast doch bestimmt einen tollen Zauber, oder? Multi-Abschirmung. Ich glaube, weiß nicht, ich glaube, die kann Odem-Angriffe. Mach ich einfach mal. Und Luri, du machst Mega-Schwächung, bringt mir nicht allzu viel. Du greifst einfach mal mit Krach an die ganze Zeit. Aha, sie kann magische Barriere. Das ist nicht cool. Okay, das heißt... Oh, sie kann zweimal hintereinander angreifen. Oh nein, nicht Vater Morgana. Oh, ist das uncool. Ich hätte mir doch diesen Anhänger geben sollen, dass ich gegen Vater Morgana immun bin. Oh, Vater Morgana ist so nervig. Oh, ich hoffe, Kimi hat irgendwas dagegen. Das wäre unglaublich praktisch. Durch die Abschirmung. Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt überhaupt noch irgendwas bringt. Fabian sollte lieber den Anti-Magie-Resistenz-Fall machen, damit ihre Magieresistenz wieder in den Keller geht. Helmspalter, bam! Alter, das ist gar nicht mal so schlechter Schaden. Dafür, dass ich Vater Morgana auf mir drauf habe. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Auswirkungen hat, aber... So, haben wir irgendwelche Ding-Dong, halt eine Gruppe mit Lila von Lähmung? Das ist leider keine Lähmung. Ich glaube, dagegen habe ich nichts. Ach, das ist sehr ärgerlich. Irgendeine Fähigkeit? Du bist kein Zombie, oder? Ich vermute nicht. Ich glaube nicht, dass du ein Zombie bist. Gut, dann greifst du einfach mal an, Kimi. Machst du sehr selten, aber du machst es jetzt mal. Du machst... Wo ist denn der? Der Magiemagnet. Und Luri... Zauber bringen gerade nicht so viel, deswegen machst du erstmal... Gute Frage, was kannst du machen, schönes? Mega Schwächung, bringt nicht allzu viel. Gut, mach so halt Krach von mir aus. Krach! Yeah, 34, was sehr, sehr wenig ist. Nein, die kann auch Krach. Das ist uncool. Und sie kann normale Autotext. Alter, die steht ja mit Mana. Das ist ekelhaft. Warum kann die sowas? Finde ich nicht nett. Und wieso sinkt die Magieresistenz nicht? Das ist auch nicht gerade nett. Helmspalter. Bam! Oh, daneben. Ach, das hasse ich. Wenn der Gegner Vater Morgana macht, kann man halt nicht mehr... Dann ist halt die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man nicht trifft. Und das ist widerlich. Warte mal, Kimi kann immer nur noch Mittelheilung? Oh, Mann. Egal, das reicht ja momentan. Auf Luri. Du machst wieder den Magiemagneten und du machst Krach. Fucking Krach. Bam! Ich weiß, es macht kaum Schaden, aber das ist nur, weil ihre Magieresistenz gerade höher ist. Ja gut, solange sie Auto-Attacks macht, ist mir das eigentlich egal. Die sind nämlich nicht so stark. Ha! Hat sie selber Schaden zugefügt. Okay. Sie macht sehr gerne Auto-Attacks, wie es aussieht. Oh, sehr gut, ihre Zauberresistenz ist hier normal. Und jetzt werden wir sie senken. Ein kritischer Treffer, der daneben ging. Oh, jetzt ist sie wütend auf Fabian. Oh, ich hasse Vater Morgana. Mein Gott. Geht das irgendwann weg? Ich hoffe es. Das ist nämlich echt scheiße nervig. Bitte Heilung auf dich selber. Magiemagnet. Krach. Ja, yeah, Kimi ist diesmal schneller als Nuri. Okay, los. Vernichte sie. Alter, ich hasse es. Oh, ich hoffe, der Boss geht ganz schnell down. Magische Barriere. Oh, jetzt erhöht sie ihre Zauberresistenz wieder. Kann ich mal aufhören damit? Gott, ist das nervig. Immerhin, ihr Zorn hat sich gelegt. Los, Helmspalter. Spalte ihren imaginären Helm, Alter. Habe ich vielleicht irgendwas in meinem Gepäck dagegen? Kämpfen, Gepäck. Gibt's irgendwas gegen Vater Morgana? Enges Lockerhalt, ein Verbinden von Verwirrung. Lähmungseffekte, Schlummerblume. Sieht nicht so aus, als hätte ich irgendwas in der Art. Och Gott, wie ich dich hasse. Fucking Samuel, warum kannst du so eine Scheiße? Fabian, du machst jetzt einfach mal Geschosshage. Ich glaube, wir müssen uns eher auf die rohe Gewalt verlassen, anstatt auf die Zauber. Das wird schon. Geschosshage. Bäm. Zack, 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 zack. Wirklich. Oh mein Gott. Uff. Du fette Mistkuh. Ich hasse Vater Morgana. Das ist der ekelhafteste Zauber von allen. Wer ist wenigstens irgendwann weggehen? Geht das irgendwann weg? Oh Gott, ihre magische Zauberresistenz ist schon so hoch. Alter! Die riecht mich gerade hart auf. Mm. Bitte, bitte geh endlich drauf. Du greifst normal an. Du machst, komm, wir machen wieder Magiemagnet.
damit das irgendwann vielleicht mal aufhört mit dieser ganzen... Weil die Zauber werden ja dadurch nicht abgewehrt. Deswegen müssen wir, glaube ich, doch eher auf die Zauber setzen. Oh, so wenig Schaden. Das ist uncool. Wieso hat Kimi angegriffen? Ich hätte mit ihr lieber Luri heilen sollen, der nur noch einen Lebenspunkt hat. Verdammte Scheiße. Triff doch bitte. Alter! Wie hoch ist denn dann die... Ah, okay. Gut. Nee, die Ultim-Resistenz hat sich gelegt. Nur... Oh mein Gott. Wir fantasieren immer noch. Oder? Nee, Fabian nicht mehr. Fabian nicht mehr. Okay, das ist gut. Also hört das irgendwann auf. Das ist gut. Mit der Heilung auf Luri. Da gucken wir mal, ob es wirklich komplett Max heilt. Aber müsste eigentlich. Krach. So, mit der Heilung. Ja, heilt komplett. Easy. Ihre magische Medizin normalisiert sich. Ja, der hätte so oder so auf 100 geheilt. Okay, immerhin trifft Fabian wieder endlich. Zauberresistenz nimmt ab. Das ist auch sehr schön. Luri ist nicht länger geblendet. Yay! Jetzt will ich auch nicht mehr geblendet sein, bitte. Weil es fuckt mich hart ab. Es fuckt mich hart ab. Los, Helmspalter, triff! Yeah! Oh, ich bin auch nicht mehr geblendet. Ach, wie schön. Wie schön! So, du machst weiter, Helmspalter. Helmspalter ist nämlich ultra geil. Du heißt dich selber. Magiemagnet. Und du kannst jetzt endlich rumkrachen, so laut du willst, Luri. Das ist gar nicht mal so viel. Wahrscheinlich, weil ihre Magieresistenz immer noch hoch ist. Oh. Ich hasse fette Bosse. Und Krach kann sie auch noch. Gut, Krach von ihr geht eigentlich. Gut, Kimi heilt sich weiter, sehr schön. Magie, Magnet, bam! Ach, schön, wenn man trifft. Achso, ihre Magieresistenz war noch weit oben. Jetzt ist sie auf, jetzt ist sie wieder normal. Ihre Abwehrkraft ist ein bisschen gesenkt. Gut, dann werden wir sie mal ins Bodenlose treiben, dieser Magieresistenz von ihr. Heilen mich. Fabian macht weiter Magie, Magnet. Und Luri macht weiter Krach. Mit der Heilung. Dankeschön, Kimi. Yeah. Ihr Angriff sieht so sehr seltsam aus. Wie sie einfach so mit dem Stadion. Wusch. Als ob uns dann so eine Schockwelle aus Luft trifft. Ach. Das ist doch schon ein bisschen mehr Schaden. Nicht sonderlich viel, aber es ist okay. Und ihre Zauberresistenz nimmt wieder ab. Sehr gut. Helmspalter. Bam. Okay, ihre Abwehrkraft sinkt ins Bodenlose. Jetzt kann ich Axt der Angst machen. Oder kann ich das? Ja, kostet 2 Mana. Okay. Kimi heilt mal Fabian. Fabian senkt ihre Magieresistenz ins Bodenlose und du machst Krach. Krach. 61. Ja. Todesstoß. Hurra. Bringt nicht allzu viel. Mit der Heilung. Hurra. Da fällt mir eigentlich, muss Fabians Bogen nochmal neu alchemieren zu irgendwas Besserem. Weil ich glaube, ich habe die Rezepte schon für die besseren Sachen dafür. Ich weiß noch nicht, ob ich die Zutaten habe. Magie-Magnet. So, jetzt bist du ein riesiger Magnet. Gegenüber Magie. Axt der Angst. Bäm. Alter, fast 200 Schaden. Das ist ordentlich. Gut, jetzt kann ich noch einmal Watsche machen. Oder kostet Watsche auch Mana? Tatsächlich 1. Gut. Eine Ohrfeige kostet Mana. Verstehe ich zwar nicht ganz, aber okay. Gut, du kannst jetzt endlich den Geschosshagel machen. Und du, Todesstoß bringt nichts. Machen wir Krach. 78, das lässt sich doch schon eher sehen. Immer noch nicht so gut wie unsere Sachen, aber ist in Ordnung. Krach ist halt eher ein Massenangriff. Ich brauche halt noch irgendwas, was auf einen sehr stark ist. Abgesehen von V. Ah, du machst uns gerade ziemlich low hier alle. Geschosshagel, bam. Das dürfte jetzt eigentlich ziemlich stark sein. Okay. Gut, so viel dazu. Alter, sie sinkt einfach zusammen wie so ein ekelhafter Wackelpudding. Boah, ist das eklig. Davon will ich nicht naschen. 2000 Goldmünzen, sehr schön. Verzauberter Stein, sehr geil. Du bist down, Lastat Naras. Ja, ich habe deinen echten Namen gesagt. Argh. Alter, sie kommt mit ihrer Zunge an ihren Bauchnabel, ist das ekelhaft. Besiegt durch die Hand eines Sterblichen? Nein, meine Kräfte, meine kostbare Macht. Gott, ist die hässlich. Blah. Geh weg. Schrumpfe in dich zusammen. Und werd zu einer Miesmade. Genau. Blah. Ist ja noch hässlicher. Ich bin eine Miesmade, ich bin hässlich. Ich bin Poppy. Und da ist die Figge. Yay! Gib her. Die hast du zwar gerade gegessen, aber ist mir egal. Ich nehme die. Superheld, eine Figge. Ich glaube, das war die letzte. Oder? Ich glaube schon. Das ist Samuels wahre Gestalt. Wer hätte das gedacht? Wir haben einem Monster vertraut. Richtig. Ihr seid dumm. Klobürste. Nein, 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 Poppy, bitte tut mir nichts. Ja, ihr müsst euch nicht mehr vor mich fürchten. Echt nicht, ich schwör's. Ich war einsam, ihr Nomaden wolltet ja nichts mit mir zu tun haben.
Dann habe ich diese Frucht verdrückt, die draußen den Ebionen rumgelegen hat und wurde richtig stark. Das ist mir dann wohl irgendwie zu Kopf gestiegen. Du bist doch nicht nachtragend, oder? Ich wollte wirklich nichts Böses. Ich kann dir deine Tat nicht einfach so vergeben. Deswegen bringe ich dich jetzt um. Aber das geflohene Pferd lässt sich nicht einfangen. Deine Vernichtung würde nicht ändern, was geschehen ist. Ich schenke dir die Freiheit, aber nur unter einer Bedingung. Es geht um meinen treuen Freund Klobürste. Von heute an wird er auch dein Freund sein. Ich will das aber nicht, Klobürste. Das ist mal die Folter für mich. Wenn er dich begleitet, wirst du nie wieder einsam sein. Bist du damit einverstanden, Klobürste? Nein, Klobürste, nein. Ich danke dir. Dann sei es so. Und jetzt geh, Samuel. Das ist echt nett. Ich kann dir gar nicht genug danken. Ich werde euch nie wieder was anstellen, ehrlich. Alter, wie er den Boden geküsst. Süß. Und da hüpfen sie weg. Süß. Hoffentlich kommen sie nie wieder. Wieder hat das Traumpaar einen Fall gelöst. Die Ebenen wurden von nun an wieder genauso langweilig wie eh und je sein. Und wir haben jetzt 7 Figen, nicht wahr? Also wäre jetzt noch ein kleiner Trip zum Observatorium angesagt, oder? Du weißt doch, wie du zurückkommst, oder? Geh zu dem blauen Bomber, da alles neu abteilen und ruf den Sternexpress. Selbstverständlich weiß ich das. Dank Super ist wieder Frieden auf den weiten Ebenen eingekehrt. Das Volk von Batzurek feiert bis tief in die Nacht. Am nächsten Morgen. Ach schön, ich werde automatisch geheilt. Und ich habe immer noch nicht Doppelmoppel, das ist ärgerlich. Das heißt, ich muss irgendwann nochmal zurückkommen. Ah, ärgerlich. Habt ihr gut geschlafen? Gestern war ein ereignisreicher Tag. Ihr habt unserem Stamm wirklich sehr geholfen. Unser Stammeshäuptling möchte mit euch sprechen. Er befindet sich draußen mit allen Einwohnern des Dorfes. Oh, Batkan, ich will ein Autogramm von Batkan. Batkan. Vielleicht kriege ich ja seine neue Rap-CD. Oh mein Gott. Yo, Batkan, ich bin hier. Ich disse euch alle mit meinem Bier. Hört mir zu, ihr guten Leute von Batzen, Batzurek. Meine Tage als Stammeshäuptling sind gezählt. Denn ich bin tot. Der Esel erkennt die Spuren des Pferdes. Der Sohn, den ich für unfähig hielt, ist mir nun in jeder Hinsicht überlegen. Wow. Mein Herz und auch mein Verstand sagen mir, dass er ein tapferer und weiserer Anführer sein wird. Ein tapferer und weiser. Mein Sohn, von heute an bist du der Stammeshäuptling von Batzurek. Yeah. Ich bin Batzurek, Stammeshäuptling von Batzurek. Hört mir zu, ihr Leute. Wir sind stolze Nomaden. Erhobenen Hauptes ziehen wir durch die Ebenen und lassen uns von niemandem beirren. Wenn wir uns auf die Macht eines anderen stützen, vergessen wir die Ehre und Unabhängigkeit unseres Volkes. Wenn wir stets daran denken, kann man uns nicht mehr täuschen. Wir können nur noch stärker werden, so sei es. Oh, sie feiern ihn alle. Schön. Das ist schön. So, kriege ich jetzt irgendwie noch eine Belohnung oder sowas, oder kann ich jetzt gehen? Ich hätte ehrlich gesagt gerne eine Belohnung. Also, ich meine, ich habe die besiegt, also... Wenigstens ein bisschen Gold oder so eine Scheiße. Hä, wo sind denn die? Kriege ich jetzt Gold? Nein? Hä, wo sind die? Ich will Gold! Wieso habe ich kein Gold? Wo seid ihr denn? Wo laufen die rum? Hä? Die waren, standen doch gerade da oben. Oh, jetzt sind sie weg. Ich glaube, ich werde sie nie wiedersehen, oder? Hallo? Batzen! Oh, das ist eine Quest für mich. Ich heiße Krulun. Meine Mutter und mein Vater waren sehr einfache Leute. Das demonstrieren sogar ihre Titel. Mein Vater nannte man schlichter Junge, meine Mutter schlichtes Mädel. Ich würde gerne wissen, wie sich die große Schlichtheit der Träger solcher Auszeichnungen äußert. Aber meine Eltern sind nicht mehr da, um es mir zu zeigen. Könnt ihr es mir zeigen? Nein, ich habe nämlich keine Ahnung, wie man diesen Titel bekommt. Ihr wollt nicht? Wollt ihr wirklich nicht? Oder habt ihr diese Auszeichnung noch gar nicht erlangt? Dann vergib mich. Ich werde stattdessen meine Großmutter fragen. Okay. Nein, ich habe keine Ahnung, wie man diese bekommt. Ich könnte zwar im Internet nachgucken, aber... Dafür ist wann anders auch noch Zeit. Gut, scheinbar laufen die hier nicht mehr rum, das ist sehr schade. Dann machen wir jetzt das, was wir eigentlich machen sollen. Wir gehen zuerst mal kurz nach Stinsbruck und gucken, ob ich Fabians Bogen weiter verkraften kann. Und wenn nicht, dann gehen wir wieder ins Observatorium und zeigen, dass wir die geilen 7 Ficken haben. Aber keine Angst, Leute, das Spiel ist noch nicht vorbei. Das dauert noch ein bisschen. Nicht mehr allzu lange, weil wir haben schon einen Großteil erledigt. Aber wir sind noch nicht fertig. Ah, da seid ihr wieder, mein Junge. Ja, ich möchte gerne mit dir... rumpanschen. So, Rezept verwenden. Waffen und Bögen. Wir haben bereits den... Können den Wildererbogen machen. Ah. Warte mal, Blasebogen haben wir, oder? Brausebogen. Warte mal. Dafür brauchen wir... Oh, Stab des Gottesdorns, Himmelsgebiet. Oh, dann muss ich wieder so viel Scheiße mitmachen. Machen wir mal einen Wildererbogen. Gucken, ob der besser ist als mein jetziger. Da kann ich den dafür verkraften, okay.
Ist der gut? Ist der gut? Er sieht jedenfalls nett aus. Ein wilderer Bogen. Extra für die Wilderer. Die die Felle verkaufen und damit Geld kriegen. Ja. Fucking Wilderer. Kennt ihr den Wilderer aus Masopilami? Der war der Shit. Also aus der alten Serie Masopilami, nicht der neuen. Die neue Serie ist scheiße. Die, die früher kam. Die war geil. Die habe ich geliebt. Okay, Fabian. Gucken wir mal, ob der Bogen für dich besser ist. Der Wilderer Bogen. Nein, ist er nicht. Aber er sieht interessant aus. Aber er ist nicht besser. Tut mir leid. Aber hier haben wir das wenigstens auch mal erledigt. Gut, dann können wir jetzt zurück zum Observatorium gehen. Dazu müssen wir jetzt zur Alles-Neu-Abtei. Und von dort aus den blauen Baum aufsuchen. Und nebenbei müssen wir noch ganz kurz Taktik. Wunden heilen. Gnadenlos sein. Flexibel sein. Bei Luri bin ich mir immer noch nicht sicher, ob ich ihn flexibel oder gnadenlos machen soll. Es ist ein Hin und Her. Da ist der blaue Baum, der überhaupt nicht auffällt. Ein wunderschöner blauer Baum. Hier kann man den Sternexpress herbeirufen. Den Express rufen. Ja, bitte. Zu Prof den Sternexpress herbei. Yay! Hi, Stella. Du willst also einen Ausflug mit dem Sternexpress machen? Dann solltest du mir sagen, wo die Reise hingehen soll. Ins Observatorium. Sehr schön. Und da zischen wir los. In den Himmel. Beziehungsweise ins Observatorium. Und sie kloppt da irgendwelche Tasten. Ich weiß nicht so genau, wie viele Finger es insgesamt gibt, aber wir haben wohl jetzt genug für eine Lieferung. Ich glaube, es waren sogar alle. Wenn wir das, was wir haben, zum Observatorium bringen, fällt deinem Freunden sicher ein Stein aufs Herz. Da leuchtet was. Und du würdest damit sicher auch mächtig Eindruck... Hä? Was ist das für ein Licht? Ich bin Gott. Haha. Nein, ich bin Aquila. Hi. Oh, hi Aquila, was geht ab? Sei gegrüßt, Super. Lang. Lang ist's her. Hi. Werfer. Werfer, flipp nochmal, ist das denn? Sieht aus wie ein himmlischer. Ist das ein Freund von dir, Super? Wie sie mir ins Ohr flüstert. Ja. Ist nicht wahr. Er ist ein Lehrer? Du bist immer für eine Überraschung gut, was? Hallo, ich bin Stella. Ich arbeite hier auf dem Sternexpress. Also warst du derjenige, der auszog, um die Figgen zu suchen, Super. Ich hätte es wissen müssen. Oh, besonders freundlich ist er ja nicht, der Gute. Was der kann, kann ich schon lange. Bitte erlaube mir, dass ich die Figgen zum Observatorium bringe, Super. Tu deinem Lehrmeister diesen Gefallen. Darf ich die Früchte an mich nehmen? Nein, ich will die selber dahin bringen. Leck mich. Genug des Unfugs, Super. Du weißt, dass ein Himmlischer sich seinen Vorgesetzten nicht widersetzen darf. Überlasse mir die Figgen. Das ist ein Befehl. Nein! Genug des Unfugs, Super. Ich glaube, man muss die A drücken. Gut, hier, bitte. Super händigt widerstrebend alle Figgen aus, für die er so hart gearbeitet hat. Danach isst Aquila sie und Super muss 7 neue suchen. Ausgezeichnet. Du hast alle 7 Figgen, die das untere Reich fielen. Aber von dir hätte ich auch nichts anderes erwartet. Es ist sehr weise von dir, sie in meine Obhut zu geben. Und nun bringe ich dich um. Oh, das habt ihr wirklich gut gemacht, Aquila, mein Junge. Wer hat das gesagt? Und jetzt seid so gut und liefert die Früchte, wie versprochen, an meinem Schloss ab, ja? Aquila? Natürlich, Eure Majestät. Stella, hör auf mich zu schlagen! Nein, ich schlag nicht weiter! Was war das für eine arrogante Stimme? Was für Flip nochmal läuft hier eigentlich? Und wieso hast du diesem Spinner die Figgen gegeben? Wir haben dafür Blut, Schweiß und Tränen geschwitzt, du Idiot! Ihr wollt mich also aufhalten. Das ist nicht der geeignete Zeitpunkt für Gefühlsduselei. Wer mir im Weg steht, den muss ich beseitigen. Nein! Fucking Aquila! Ich werde dir aufs Maul geben. Aquila nähert sich. Leck mich, ich geb dir eine Ohrfeige, Bitch. Nein, ich kann mich nicht bewegen. Deine Mühen sind vergebens. Himmlische dürfen Höhergestellte nicht attackieren. Aquila analysiert die Lage. Ist mir egal, ich geb dir eine Ohrfeige. Ich versuche mich zu bewegen, aber ich muss feststellen, dass ich dazu nicht in der Lage bin. Ja, mach mir halt 163 mit einem Hit. Nein, Stella ist ganz außer sich. Super. Super. Ach so, das hat Stella gesagt. Super, was hast du getan? Er ist total weggetreten. Hm.
Ja, mach halt die Jedi-Macht an. Leb wohl. Zeller ist einfach die Beste. Super, er macht sich mit den Fecken davon. Komm jetzt hoch mit dir, mach die Augen auf. Sonst werde ich... Was verflippt nochmal ist das? Ja. Alter. Nice. Wo ist Aquila? Ah, es ist eine Eule. Hallo, ich bin eine Eule. Und war deine Operation von Erfolg gekrönt, Aquila? Hauptmann Kautz, seid ihr etwa hier, um mich zu überwachen? Huhu, nein, nein, wo denkst du hin? Ich kam nur gerade vorbei und wen sehen meine listigen Äuglein? Dich! Aber wo du es schon ansprichst, wir sind Uhuts immer noch nicht sicher, ob man dir vertrauen kann. Macht euch keine Sorgen, ich habe die Figgen. Huhu, ausgezeichnet, dann habe ich eine weitere Aufgabe, bei der du uns behilflich sein kannst. Ich bin eine Eule. Hol mir eine Maus. Ich bin auf dem Weg nach Brennbergen. Es wird Zeit, dass der Held der Himmel ein für alle Mal erledigt wird. Barbarus hat uns netterweise seine Dienste zur Verfügung gestellt. Er ist schon ganz wild auf den Kampf. Wie wär's mit einer kleinen Kostprobe? Dann siehst du, wie wild er ist. Huhu. Oh, nein, bitte nicht. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Geh weg. Nein. Nein, du spuckst jetzt keine lila Bälle auf den Zug. Was war das für ein verflippter Kerl? Brennbergen? Wo ist das? Und wer ist dieser Held der Himmel? Ich bin umgefallen. Oh, das hat sich für meinen Geschmack ein bisschen zu sehr wie ein Drachenangriff angefühlt. Nein! Nein! Halt mich fest! Wie er langsam dahin rutscht. Super! Jetzt komm schon, gib nicht auf! Ares hilft nichts, wie scheint es das? Nein! Verlorene Lebensmüh. Okay. Hey, super! Du hast doch nicht die Gabel abgegeben! Ich dachte, es braucht ein bisschen mehr, um einen Himmlischen zur Strecke zu bringen. Hi. Oh nein! Was ist los? Ich bin ein Kind! Ich ziehe dir die Schuhe aus und dann verkaufe ich sie auf eBay! Alles in Ordnung mit euch? Gott, ich lasse die Stimme jetzt wirklich so... Wach auf! Aua. Er hat ganz schön was abbekommen, aber immerhin ist er noch am Leben. Wir müssen ihm helfen, schnell! Nö, ich will nicht, das stinkt doch. Nö. Warum steht ihr denn so dumm rum? Na gut, dann kümmere ich mich halt allein um ihn. Macht jetzt bloß nicht schlapp, hört ihr? Euch wird bald wieder besser gehen. Okay. Wer bist du? Jetzt kommst du, du Schlafkäppchen. Du schnarchst jetzt schon seit einer dreiviertel Ewigkeit. Steh auf, raus aus den Federn. Endlich, du bist wach. Da bin ich ja verflippt froh. Ich hab mir echt Sorgen gemacht, wirklich. Danke, Stella. Aber egal, wir haben keine Zeit für Lobeshymnen. Dein toller Lehrmeister ist nämlich auf den Drachen gehüpft und hat sich mit den Ficken davon gemacht. Na los, du musst ihm nach. Los jetzt, hoch mit dir. Okay, ich stehe auf. Toll, ihr seid wach. Oh Gott, diese Stimme. Eure Verletzungen waren so schrecklich, dass ich Angst hatte, ihr würdet das nicht schaffen. Aber ihr seht erstaunlich gut aus. Ich bin Johannes. Und wie heißt ihr? Ich bin Super. Link. Super, ja? Schön, euch kennenzulernen. Ihr könnt euch wohl nichts erinnern, was? Es war kurz nachdem dieser schwarze Drache über das Dorf geflogen ist. Ihr seid ans Ufer gespült worden in einem furchtbaren Zustand. Ich habe euch gefunden. Ist er jetzt endlich wach? Hallo. Ich bin Super. Ist das nicht großartig, Onk? Ich mein Bürgermeister. Ich glaube, er ist bald wieder auf dem Damm. Wenn es euch wieder gut geht, könnt ihr heute Abend in die Kirche kommen und alles erklären. Er heißt einfach Bürgermeister Patzig. Was? Ihr wollt wirklich, dass er an der Versammlung teilnimmt? Aber er ist doch gerade erst wieder zu sich gekommen. Hör mal, Hansi, du bist jetzt einer von uns, ein Bürgermeister vom Wurmwald. Ein Bürger, Entschuldigung, du bist nicht der Bürgermeister, ich bin der Bürgermeister. Also hast du dich an die Regeln zu halten, verstanden? Habt ihr gehört? Kommt heute Abend in die Kirche, dürft euch so lange im Dorf umsehen. Das ist aber lieb. Tut mir leid, Super, sieht so aus, als hättet ihr keine Wahl. Ich habe keine Wahl, aber erstmal will ich mich im Dorf umsehen. Gut, liebe Leute, würde ich aber sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Dragon Quest 9, Hüter des Himmels.
Bis dahin. Ciao.